Hi Sportsfreund, schön, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen beim neuen Video. Ich bin Matthias und heute geht's um straffe Beine. Ja, wir werden alles tun, um die Beine schön und straff zu trainieren. Und du hast ein Warum, warum du eingeschaltet hast. Deshalb fangen wir an mit einem Warm-up. Ein Warm-up ist sehr, sehr wichtig, um den ganzen Körper auf das Workout vorzubereiten, um die Betriebstemperatur zu erhöhen. Gleichzeitig bereiten wir die Gelenke auf das Workout vor und yes, wir verhindern Muskelfaserrisse an bestimmten Muskelgruppen und wir beginnen wirklich mit einem Hampelmann. Der Hampelmann ist ideal, um den Körper wirklich in Schwung zu bringen. Yes. Absolutely. Der Hampelmann geht wie folgt. Du springst locker mit den Beinen zur Seite, landest schulterbreit mit den Füßen auf dem Boden auf und die Arme gehen mit einem großen Radius über den Kopf und berühren sich dort. Sehr, sehr gut. Du kannst noch ein bisschen Schwung reinsetzen. Dass wir die Herzfrequenz richtig steigern können. Bring den Körper zum Schwitzen. Oh yes. Sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Bleib beim Hüpfen. Und stell dir vor, du hast einen Springseil in der Hand. Yes. Schön aus dem Sprunggelenk. Einfach hüpfen. Yes. Oh, der Körper wird warm. Die Herzfrequenz steigt. Jetzt heißt es Atmen nicht vergessen. Die Organe werden jetzt mit Blut versorgt. Und natürlich das Wichtigste, lächeln, die Zähne zum Trocknen raushängen. Super, nimm mal die Arme, Schulter hoch. Sehr, sehr gut. Und wieder zusammen. Die Arme wieder zum Körper. Sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Fang an zu laufen. Beginn auf der Stelle zu tippeln, zu skippen. Dann nimm dynamisch die Arme mit. Sehr, sehr gut. Jetzt bewegst du mal aktiv deine Arme nach hinten. Streif den Oberarm nah am Ohr vorbei und wir aktivieren jetzt die Schulter-Nackenmuskulatur. Ziehe schön große Kreise nach hinten. Oh yes. Es kann sein, dass es knackt. Das Knacken ist ein super Zeichen, um Verkürzung und Verspannung zu lösen. Gleichzeitig wird die Muskulatur dort aktiviert. Sehr, sehr gut. Andere Richtung. Beim
Bleibst immer noch schön in Bewegung, ne? Oh ja, ein Warm-up bei mir geht von Kopf bis Fuß. Da würde ich auch mal den Körper zum Schwitzen bringen wollen. Das tut sehr, sehr gut unserer Fitness. Dass wir wirklich darauf achten, dass wir einmal immer wieder am Tag den Körper anheizen und zum Schwitzen bringen. Perfekt, jetzt nimmst du die Arme Schulter hoch und kreist den Unterarm. Yes. Sehr, sehr gut. Arme Schulter hoch. Andere Richtung. Sehr, sehr gut. Jetzt in 4, 3, 2, 1. Du kommst in einen schulterbreiten Stand und rotierst jetzt den Oberkörper nach links und rechts. Beim Eindrehen des Oberkörpers kannst du gerne den Arm mit nach hinten nehmen. Gleichzeitig geht der Blick mit der Hand mit, die nach hinten geht. Jetzt wird die Oberkörpermuskulatur wird aktiviert, wird geöffnet, wird gestreckt. Gleichzeitig bekommt die Wirbelsäule einen kleinen Twist. Rumpfmuskulatur, schrägen Bauchmuskeln arbeiten mit. Sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Pendel dich in der Mitte ein, Hände an die Hüfte und kreis mal große Kreise mit der Hüfte. Spüre dein Hüftgelenk. Ich weiß, die Übung sieht ein bisschen komisch aus, aber ist super für die Beweglichkeit und wir lösen dort auch nochmal die Verspannung im Rumpfbereich und im Oberschenkelbereich. Sehr, sehr gut. Andere Richtung. Sehr, sehr gut. Hand aufs Herz. Bam, 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 bam. Genau. Sehr, sehr schön. Das Herz ist am Arbeiten. Das Warm-up zeigt seine Wirkung. Sehr, sehr gut. Jetzt stell mal deine Füße zusammen, leg deine Hände auf die Knie und wir kreisen die Knie. Die Hüfte kann dabei mitgehen. Hauptsache die Knie kreisen. Schön großen Radius ziehen. Oh yeah. Andere Richtung. Warum mache ich ein Warm-up mit dem ganzen Körper, auch wenn es heute um die Beine geht, da der ganze Körper beim Workout dabei ist? Da wir ja mit unserem eigenen Körpergewicht arbeiten, das bedeutet, dass der Körper
immer wieder eine Grundhaltung einnimmt und wir dementsprechend immer wieder dagegen steuern müssen, um die Übung gut auszuführen. Heißt nicht perfekt, aber gut. Hier kommt es eher mal auf Technik an, statt auf Masse. Perfekt, jetzt verlagerst du mal dein Gewicht auf ein Bein und kreist mal dein Fußgelenk. Gleichzeitig nimmst du die Arme Schulter hoch und kreist dort das Handgelenk. Kann auch wieder sein, dass es da knackt. Ja, das Knacken ist sehr, sehr gut, um dort auch wieder die Verspannung, die Verkürzung zu lösen. Andere Richtung. Sehr, sehr gut. Wir verlagern das Gewicht auf das andere Bein und kreisen hier auch nochmal das Fußgelenk. Sehr gut. Andere Richtung. Super. Klasse. Wir kommen hüftbreit auf und wir gehen in einem Side-to-Side. Brust geht raus. Gleichzeitig nimmst du jetzt nochmal den Arm mit nach vorne. Zieh den Oberkörper zur Seite und die schrägen Bauchmuskeln mitzubewegen. Sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Stopp in der Mitte. Du bleibst in einem breiten Stand. Die Füße sind ein bisschen nach außen gerichtet und wir gehen in einen Squat. Der Po geht zurück. Die Knie bleiben hinter den Zehen. Der Oberkörper bleibt aufrecht. Und du gehst nur mit einem halben Wege nach unten. Muss nicht so tief sein. Bauch wird fest dadurch. Spann den Po an, wenn du nach oben kommst. Ja. Immer schön den Po anspannen. Bleib mit der Konzentration in der Muskelgruppe, die du gerade bewegst. Oh yes. Mach mit. Die Brust bleibt aufrecht, dabei gehen die Hände vor die Brust. Oh yeah. Und immer schön die Muskeln immer wieder anspannen, aktivieren. Noch 4, 3, 2 und 1. Stopp oben. Jetzt gehen wir in die Lunges. Du gehst mit einem Schritt zurück. Der Oberkörper bleibt aufrecht, das Knie senkt sich und du achtest dabei drauf, dass das vordere Knie immer wieder hinter den Zehen bleibt und immer schön abwechselnd mit dem Knie runter. Du musst auch nicht zu tief gehen, aktiviere einfach erstmal die Muskelgruppe dort. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Wir kommen in einen Side Lunge. Das heißt, du machst einen Schritt zur Seite und du gehst quasi immer wieder zurück. Immer wieder in den Side Lunge. Oh yeah. Dabei nimmst du die Arme nach vorne, um die Schultergruppe zu aktivieren. Stütze dich immer mit dem Bein ab. Oh yeah. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Lunges. Also einmal zur Darstellung. Wenn du mit einem Schritt zurückgehst und du senkst das hintere Knie, bildet sich vorne 90 Grad Winkel und hinten 90 Grad Winkel. Und vor dem Boden hörst du auf,
das Knie zu senken und gehst wieder hoch. So schön können Lunges sein. Es geht einmal für die Oberschenkelmuskulatur, für die Po-Muskulatur tun wir was. Oh yeah. Hier kannst du richtig Gas geben jetzt. Geh so tief wie möglich. Und wenn du mehr willst, dann machst du die Übung ein bisschen schneller. Okay. Oh yes. Ein bisschen Gas geben. Noch 4, 3, 2 und 1. Wir wechseln die Seite. Ja, spüre es im Po, spüre es in den Beinen. Oh yes. Ist nicht lange, aber die Oberschenkel sollen ja schön und straff werden. Oh yes. Noch 4. Oh, noch 4, 3, 2 und 1. Oh, schön. Beine ausschütteln. Ja, sind schön aktiviert jetzt die Beine. Oh yes. Jetzt gehen wir runter zur Matte. Mach einen Schritt nach vorne, senk das Knie, geh rückenfreundlich zu Boden. Wir legen uns zur Seite. Der untere Arm ist ausgestreckt. Du kannst natürlich auch gerne deinen Kopf dabei abstützen. Ich bin eher ein Fan davon, den Arm auszustrecken. Und jetzt hebst du das obere Bein immer wieder an. Achte dabei drauf, dass der Fuß geflext ist. Das bedeutet, dass die Zehen zum Schienbein zeigen. Und jetzt schön hoch, runter. Hoch und runter. Hoch und tief. Hoch und runter. Achte dabei darauf, dass der Körper eine Linie gibt. Spür die Muskulatur in der Außenseite. Du arbeitest wirklich jetzt nur aus der Muskulatur, aus der Beinmuskulatur. Jetzt komme ich aber langsam durcheinander. Also, die Beinaußenseite wird jetzt intensiv trainiert. Die Zehenspitzen müssen geflext sein, dass du wirklich da die Anspannung spürst in dem Bein. Ja, für schöne, straffe Beine machen wir das. Oh yes. Merkst du es in der Beinaußenseite? Ja, ich auch. Du bist aber nicht alleine, wir schwitzen gemeinsam. Werde aktiv und glücklich. Oh yeah. Noch 4, 3, 2 und 1. Jetzt hältst du mal das Bein oben und jetzt nehmen wir mal das untere Bein dazu und versuch mal, das untere Bein zum oberen Fuß zu bringen. Jetzt löst mal den Oberschenkel von der Matte und immer wieder hoch, hoch. Du versuchst jetzt wirklich den unteren Fuß an den oberen zu bringen. Ist anstrengend, ne? Ich weiß. Aber ist quasi eine Stabilität im oberen Bein. Noch 4, 3, 2 und 1. Jetzt leg mal den oberen Fuß auf den unteren Fuß und wir benutzen jetzt beide Beine, immer wieder hochzudrücken. Spür es in der Beininnenseite, spür es in der Beinaußenseite. Noch 4, 3, 2 und 1. Einmal locker lassen. Wir drehen uns auf die andere Seite. Ja, wir haben ja zwei Körperhälften. Wir wollen ja nicht eine Seite vernachlässigen. Also drehen wir uns auf die andere Seite. Wie war das? Körper gibt eine Linie und wir benutzen erst. Und wir benutzen wieder das obere Bein. Schön nach oben und nach unten. Spür wieder die Beinaußenseite. Ah, yes. Beweg dich nur aus dem Bein heraus. Oh yes, schön weit nach oben das Bein immer wieder.
den ganzen Bewegungsradius vom Bein benutzen. Oh yeah, das ist es. Schön spüren, der Fuß ist dabei geflext. Die Zehen zeigen zum Schienbein. Oh yeah. Noch 4, 3, 2 und 1. Bleib oben. Jetzt benutzen wir das untere Bein. Und da auch wieder. Versuch mal, das untere Bein zum oberen Bein zu ziehen. Oh yeah, das obere Bein, das zittert, das aktiviert die Muskelgruppen. Und unter das untere Bein versucht natürlich mit angestrengten Bewegungen das obere Bein zu berühren. Noch 4, 3, 2 und 1. Bleib oben und jetzt nimmst du mal beide Beine dazu. Schön durchziehen. Die Füße sind dabei geflext. Beininnenseite wird trainiert und die Beinaußenseite wird trainiert. Es muss auch nicht hoch sein. Mach ganz locker deine Übung. Aber der Körper wird es dir danken, der Po wird es dir danken, die Beine werden es dir danken. Zieh schön durch. Noch 4, 3, 2 und 1. Leg ab. Oh, was für ein schönes Gefühl, ne, in den Beinen. Perfekt. Jetzt wechseln wir die Übung. Jetzt werden wir quasi... Oh, jetzt bin ich richtig durcheinander. Ja. Jetzt machen wir was für die geraden Bauchmuskeln, weil das gehört ja auch zum Hüftbereich dazu. Leg mal die Arme auf die Oberschenkel und versuch mal, deine Knie zu berühren. Oh yeah. Ja, die Ferse liegt auf dem Boden, die Beine sind angewinkelt. Und versuch mal einfach, deine Knie zu berühren mit den Händen. Ja, wir entspannen jetzt erstmal die großen Muskelgruppen bei mir. Ja, die Beine sind schön angewärmt. Gleich geht's weiter. Aber jetzt gehen wir erstmal in die geraden Bauchmuskeln über. Noch 4, 3, 2 und 1. Halten und nochmal dippen. Geh schön hoch mit dem Oberkörper. Oh yes, noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Kurz ausklopfen die Muskulatur. Jetzt machen wir was für die schräge Bauchmuskulatur. Jetzt versuchst du nacheinander immer wieder deine Knöchel zu berühren. Jetzt immer schön zur Seite gehen und versuch deine Knöchel zu berühren. Geh schön in den Crunch rein. Crunch die Seite. Oh yes, noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Haben wir was für den Bauch getan? Wir haben was für die Oberschenkelmuskulatur. Jetzt kommst du mal mit dem Schwung nach oben. Setzt dich hin. Jetzt, dreh dich mal wirklich. Komm in den Schneidersitz. Ja. Jetzt versuch mal deine Zehen vorne zusammenzutun, ja, dass die Fersen sich berühren. Und jetzt gehst du mal mit den Oberschenkel oder mit den Knien so weit runter, dass die Beininnenseite richtig sich in die Länge zieht. Ja.
Jetzt kannst du schön wippende Bewegung ausführen, ja, dass du wirklich die Beininnenseite nochmal spürst. Oh yeah. Ja, ziehst die Muskulatur nochmal richtig schön lang. Oh ja, spür es, wie es wirklich in der Beininnenseite zieht. Wenn du mehr willst, gehst du mal mit dem Bein, mit den Knien, mit den Händen auf die Knie und drückst nochmal aktiv die Knie runter. Oh yes. Sehr, sehr gut. Jetzt führst du mal wieder die Beine zusammen. Jetzt gehen wir mal auf den Brustkorb. Ja, jetzt werden wir was für den Po tun, beziehungsweise auch was für den unteren Rücken. Jetzt legst du deine Stirn auf deine Hände ab und jetzt hebst du einfach mal deine Beine hinten an. Einfach deine Beine hinten anheben für den unteren Rücken und gleichzeitig arbeitet der Po mit. Yes. Und wenn du nach oben gehst mit den Beinen, spann mal wirklich deinen Oberschenkel, deinen Po mal richtig an. Ne, verbinde deine Denkweise oder deine Übung mit den Muskelgruppen, die du hast. Und aktiviere die Muskelgruppen unten. Oh yes. Noch 4, 3, 2 und 1. Nochmal absetzen. Oh yes. Oh yes. Heb dich auf. Schieb den Po zur Ferse zurück. Oh, entspanne deinen Rücken. Yes. Das war ein geniales Workout. Gib dir ein High Five. Gedanklich gibst du dir ein High Five. Und jetzt gehst du mal mit den Händen locker zur rechten Seite rüber. Spür eine Dehnung in der linken Seite. Senk weiter deine Schultern. Dein Kopf geht ganz weit runter. Entspanne dich. Genieß die Dehnung im seitlichen Bereich. Jetzt kommst du mal mit den Händen zurück zur Mitte. Die Hände gehen zur linken Seite über. Hier lässt du auch wieder alles sinken und du spürst eine Dehnung in der rechten Seite. Oh yes, Dehnen ist sehr, sehr wichtig, um in erster Linie den Bluthochdruck zu senken. Also einmal am Tag dehnen ist gar nicht mal so verkehrt. Du kommst mit den Händen zurück zur Mitte. Jetzt gehst du mal, versuchst mal mit den Händen ganz weit nach vorne zu gehen und du senkst nochmal deine Stirn zu Boden. Leg den Kopf ab. Mach den Rücken richtig lang. Oh yes. Jetzt gehst du quasi mit der Nase über den Boden hinweg und du gehst quasi in eine Kobra über. Jetzt ziehen wir die geraden Bauchmuskeln noch mal richtig lang. Sei stolz, heb die Nase nach oben und halten. Oh yeah. Sehr, sehr gut. Jetzt richtest du die Hüfte auf, kommst in den Vierfüßlerstand, gehst mal mit den Händen aktiv zu den Knien, ballst eine Faust und legst mal dein Kinn auf die Brust ab und machst den Rücken mal rund. Im Gegenzuge streckst du die Hüften nach hinten aus, die Nase geht nach vorne und du streckst dich nochmal in die Länge. Oh yeah, aktiviere die Wirbelsäule. Oh yes.
Sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Richte dich auf, setz mal ein Bein nach vorne und jetzt gehst du mal mit der Hüfte zu Boden. Lass die Schwerkraft arbeiten. Du merkst jetzt einen Stretch im Oberschenkel. Wer mehr will, geht jetzt in den Unterarmstütz dabei. Ja, leg deine Ellbogen ab und du vertiefst die Dehnung im Bein. Schön ablegen. Wenn das nicht geht, kein Problem. Dann richtest du dich auf. Aber wir ziehen hier nochmal die großen Muskelgruppen richtig schön in die Länge. Fördern da auch nochmal die Durchblutung. Und wenn die Muskelpartien größer werden, dann werden die auch schön, schön, schön rund. Und gleichzeitig, ja, machen wir jeden neidisch, was für schöne Beine wir haben. So, wir wechseln das Bein. Hier auch wieder. Lass die Schwerkraft für dich arbeiten, lass die Hüfte zu Boden sinken, spür eine Dehnung in den Oberschenkeln, in der Rumpfmuskulatur. Hier auch wieder, wer mehr will, legt die Ellbogen ab, kommt in den Unterarmstütz und hier auch wieder schön alles in die Länge ziehen. Oh yeah, it's perfect. Sehr, sehr gut. Spüre die Dehnung. Sehr, sehr gut. Jetzt richtest du dich wieder auf. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Balanceübung. Stütze dich auf dein Knie ab. Jetzt verlagerst du dein Gewicht auf ein Bein. Das Sprunggelenk geht auf ein Knie und jetzt gehst du mal aktiv in eine Sitzhaltung. Ja, also das Sprunggelenk ist bei mir auf dem linken Knie, der Oberkörper ist aufrecht und jetzt gehst du mal in eine Sitzposition über. Ja, ist ein bisschen wackelig, ich spüre es, aber es ist super, um den Po nochmal zu dehnen. Halten. Schön halten. Oh yeah. Noch 4, 3, 2 und 1. Wieder hoch. Das Bein, was gerade auf dem Knie lag, geht nach hinten weg. Streckst die Arme nach vorne aus und bleibst immer noch in einer Balancehaltung. Balanceübungen sind sehr, sehr wichtig, um die tiefen Muskulaturen zu aktivieren. Jetzt. Also die Arme sind zur Seite ausgestreckt und jetzt bewegst du dich mal mit dem Kopf bzw. mit den Armen nach oben und halten. Wow. Sehr, sehr gut. Komm zurück. Komm zurück. Ist alles nicht so einfach. Wir wechseln das Bein. Hier auch wieder. Das linke Bein geht auf das rechte Bein und wir richten unseren Körper so aus, dass wir uns hinsetzen würden. Hier kommt wieder der Po zum Einsatz. Hier wird er wieder in die Länge gestreckt. Der Körper ist aufrecht. Sehr, sehr gut. Du richtest dich auf. Das Bein, was auf dem Knie war, geht nach hinten weg. Du richtest die Arme nur zur Seite aus. Wir machen quasi einen Superman. Oberkörper und Boden geben eine Linie. Und jetzt drehst du den Oberkörper quasi zur Seite.
und der linke und die Arme richten sich auf. Wow. Nicht verzagen, auch wenn es manchmal nicht klappt, ist nicht schlimm. Geht zurück in die Grundstellung und wir versuchen es erneut. Jeder Anfang ist schwer, auch bei mir, ihr seht es. Aber Balanceübungen sind wirklich ideal, um die Muskulatur am Knochen zu stärken. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Schüttel deine Beine aus, gib dir einen High Five, Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn du auch ein warmes Gefühl hast in den Po-Regionen, dann freut es mich über einen Kommentar. Wenn ihr zufrieden seid, freut mich das natürlich auch mit einem Daumen hoch. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Euer Matthias. Ciao.